Hey, liebe Blubberfreundinnen und liebe Blubberfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Büchervideo hier am Sonntag bei Ankas Geblubber. Wir begrüßen euch heute übrigens zu zweit. Und nein, ich habe meine Katze nicht in den Hintergrund gesetzt. Sie wollte wahrscheinlich nur ganz kurz mal Hallo sagen und nach dem Rechten schauen. Ich möchte heute wieder gemeinsam mit euch einen Blick in die Zukunft werfen. Deswegen habe ich euch meine favorisierten buchigen Neuerscheinungen aus dem Monat Mai mitgebracht. Wie immer gibt es zu diesem Video einen korrespondierenden Blogbeitrag, in dem ich alle Bücher, die ich jetzt hier vorstelle, aufgelistet habe, samt Cover, samt Erscheinungstermin und samt Kurzbeschreibung. Ihr müsst jetzt hier also nicht mitschreiben, sollte euch ein Titel interessieren, sondern könnt ganz gemütlich im Anschluss des Videos einfach auf meinem Blog vorbeischauen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung an erster Stelle und euch dort nochmal alle vorgestellten Bücher genauer anschauen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass im Mai generell weniger Bücher erscheinen oder vielleicht auch daran, dass ich mich momentan ein bisschen schwer damit tue, Bücher zu finden, die mich total interessieren. Ich hab das Gefühl, es kommt viel so Einheitsbrei raus. Es ist immer irgendwie das Gleiche. Natürlich kann man das Rad auch nicht immer wieder neu erfinden, das ist klar. Aber es gab schon Monate, in denen ich wesentlich mehr Neuerscheinungen hier vorgestellt habe. So, aber egal. Die Bücher, die ich rausgesucht habe, sind auf jeden Fall Titel, die mich sehr interessieren. Und ich freue mich darauf, heute mit euch gemeinsam einen Blick auf diese Neuerscheinungen zu werfen. Beginnen wir mit einer Neuerscheinung aus dem Bereich Jugendbuch All Age. Und zwar erscheint am 26. Mai Good Girls Die First, ein Thriller von Catherine Foxfield, wird ab 12 Jahren empfohlen. Hier geht es um Ava. Sie wird zum Portgrave Pier gelockt, einem verlassenen, heruntergekommenen Freizeitpark in ihrer Heimatstadt. Und allein schon dieses Setting finde ich total spannend. Aber nicht nur sie wird dorthin gelockt, sondern auch 9 andere Jugendliche, die sie bereits kennt. Jeder von ihnen hat eine rätselhafte, erpresserische Einladung erhalten, mit der Anspielung auf ein großes persönliches Geheimnis, das er oder sie um keinen Preis verraten will. Bald verschwindet der Pier im Nebel. Sie sind von der Außenwelt abgeschnitten. Jemand dringt in ihre Gedanken ein und schickt ihnen Botschaften. Offenbar sollen sie sich gegeneinander wenden. Opfer werden gefordert. Spielt ihnen ihr Gehirn Streiche? Ava muss sich ihrem eigenen Geheimnis stellen und die Frage beantworten, wie weit sie gehen würde, um selbst zu überleben. Hier macht mich in erster Linie das Setting neugierig, aber auch eben diese Situation, dass die 10 Jugendlichen gegeneinander ausgespielt werden. Alle haben ein Geheimnis, das sie nicht preisgeben möchten. Und dann finde ich es auch noch sehr speziell, dass es hier anscheinend um Botschaften geht, die ihnen in ihre Gedanken geschickt werden. Also das klingt alles ein bisschen spooky, mysteriös, auf jeden Fall spannend. Ich werde den Titel am 26. Mai oder ab dem 26. Mai im Auge behalten. Dann habe ich euch einen Roman mitgebracht. Und zwar erscheint am 31. Mai ein neuer Musot, ein neuer Roman von Guillaume Musot, der den Titel trägt Eine Geschichte, die uns verbindet. Die Kurzbeschreibung zu dieser Geschichte klingt so, so gut. Als Floras kleine Tochter spurlos aus der verschlossenen Wohnung in Brooklyn verschwindet, steht die erfolgreiche Schriftstellerin am Rande des Wahnsinns. Alle Spuren führen ins Leere. Immer mehr hat Flora das Gefühl, dass sie nur eine Figur in einem Spiel ist und jemand anderes über ihre Geschichte bestimmt. Aber wer? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Flora steigt auf das Dach ihres Hauses und fordert das Schicksal heraus. In Paris kann der französische Erfolgsschriftsteller Romain Ossorski nicht glauben, was gerade in seinem Manuskript passiert. Seine Hauptfigur steht auf einem Dach und droht, sich das Leben zu nehmen. Er kann sie retten, doch dafür muss er alles riskieren und könnte dabei sein eigenes Kind für immer verlieren. What? Was passiert hier? Macht sich hier eine Romanfigur irgendwie selbstständig? Entwickelt sich eine Geschichte selbstständig weiter, die der Autor irgendwie nicht mehr unter Kontrolle hat? Ich bin total gespannt darauf und werde diesen Musot auf jeden Fall lesen oder eventuell auch hören, denn dazu gibt es auch ein passendes Hörbuch. Als nächstes möchte ich euch gerne mein persönliches Highlight vorstellen. Und zwar aus dem Bereich Romance. Am 3. Mai erscheint der neue Roman von Alicia Z, Maybe Not Tonight. Das ist der 2. Band der Love is Queer Trilogie. Im April habe ich den 1. Band dieser Trilogie gelesen. Der hieß Not Your Type. Und ich wollte eigentlich nur kurz reinhören in das Hörbuch und war total gefesselt.
Ich war nicht nur gefesselt, ich war richtig geflasht. Mir hat der erste Band dieser Reihe total gut gefallen. Ja, und deswegen freue ich mich jetzt eben auch auf den zweiten Band. Hierzu sei gesagt, es ist keine zusammenhängende Trilogie. Natürlich, das Motto ist Love is Queer. Aber die Handlungen der einzelnen Geschichten haben nicht wirklich was miteinander zu tun. Für den 19-jährigen Luke fühlt sich die Zeit als Au-pair in Vancouver an wie ein Traum. Jahrelang hat er sich nur darauf konzentriert, seinen Geschwistern den toten Vater zu ersetzen. Jetzt, viele tausend Kilometer von zu Hause entfernt, scheint plötzlich alles möglich. Bei einem Theaterprojekt, ich liebe Theater, findet Luke schnell neue Freunde und lernt auch den Studenten Jackson kennen, der ihm zeigen könnte, was es bedeutet, wirklich lebendig zu sein. Doch Luke hat keine Ahnung, wie er mit seiner neuen Freiheit umgehen soll. Und in wenigen Monaten wird er in einem Flugzeug zurück nach Deutschland sitzen. Es wäre äußerst unklug, sich auf Jackson einzulassen. Oder? Eigentlich hatte ich die Bücher von Alicia Z. so gar nicht auf dem Schirm, aber nachdem sie mich eben mit ihrem Trilogieauftakt so überraschen konnte, so positiv überraschen konnte, ist für mich ganz klar, dass ich auch Band 2 lesen werde. Dann habe ich hier eine weitere Neuerscheinung aus dem Bereich Romance. Die habe ich euch auch in dem Hangout gemeinsam mit der lieben Steffi, aka Lady of the Books, vorgestellt. Es ist ein Buch, dessen Kurzbeschreibung sich zu Beginn total toll liest und am Ende, ja, habe ich mich beinahe geschämt, den Text weiter vorzulesen im Live-Video mit Steffi, weil ich dachte, wieso hast du denn das auf deine Wunschliste geschrieben? Aber es liegt tatsächlich an dem Anfang. Irgendwas hat diese Geschichte, irgendwas macht mich neugierig und deswegen darf dieses Buch auch hier in diesem Video nochmal auftauchen. Am 24. Mai erscheint nämlich der neue Roman von Karine Lambert, Die Pension der gebrochenen Herzen. Hier geht es um Max und vier weitere Männer. Alle fünf wurden kurz nacheinander von ihren Frauen verlassen und ziehen auch nacheinander in eine alte Schule ein, die Max aktuell in eine Pension umbauen möchte. Als Mitbewohner gegen ihren Willen läuft das Zusammenleben im Alltag nicht immer reibungslos, doch die fünf raufen sich zusammen. Und bei gemeinsamen Ausflügen und Gesprächen über Frauen und Gefühle gewinnen sie neue Einsichten in das Beziehungsleben. Und da fängt die Kurzbeschreibung schon an, sehr unangenehm irgendwie zu klingen. Ihre Welt ist in sich zusammengefallen. Wird es ihnen gelingen, eine neue zu erfinden? Eines ist sicher, auf die Liebe werden sie nie verzichten. Ja, jetzt mache ich mich total über diese Kurzbeschreibung lustig, aber irgendwas hatte sie, gerade so dieser Anfang, dass sich diese fünf Männer zusammentun. Vielleicht hat mich das auch einfach sehr an die Secret Book Club Reihe erinnert, die ich ja eigentlich sehr mag. Vor allem dieses Konzept, dass sich die Männer eben zusammentun, um sich gegenseitig zu unterstützen. Und eben auch gerade beim The Secret Book Club geht es ja auch darum, Frauen zu pushen, zu unterstützen, was mir sehr gut gefällt, logischerweise. Ja, und irgendwie hat mich eben dieser neue Roman von Karine Lambert angesprochen. Ich lasse ihn jetzt mal noch hier auf der Liste, warte mal die ersten Stimmen ab und vielleicht wird er ja bald bei mir einziehen. Werfen wir am Ende noch schnell einen Blick in den Bereich der Spannung. Hier ist mir ein Titel aufgefallen, der sofort auf meiner Wunschliste gelandet ist. Und zwar erscheint am 3. Mai ein neuer Kurzthriller von Ursula Posnansky. So sieht das Cover aus. Der Kurzthriller trägt den Titel Blutkristalle. Und Leute, die Kurzbeschreibung klingt schon sehr gruselig, unheimlich und unangenehm. Ella ist für Wolfram bestimmt. Das weiß er, seit er sie das erste Mal gesehen hat. Und das wird auch Ella bald begreifen. Dessen ist Wolfram sich sicher. Seit 4 Jahren hat sie keine feste Beziehung mehr gehabt. Dafür hat Wolfram gesorgt. Mit so viel Nachdruck, wie eben nötig war. Doch seit 3 Monaten gibt es Paul. Und bei ihm versagen alle Mittel, die bisher zum Erfolg geführt haben. Paul weicht Ella nicht von der Seite. Er schirmt sie vor Wolfram ab. Er ist ein lästiges Hindernis auf dem Weg zum Glück. Als er gemeinsam mit Ella eine mehrtägige Winterwanderung plant, wittert der Stalker seine Chance. Er wird Ella retten, in mehr als nur einer Hinsicht. Wie geht's euch? Also ich finde solche Thriller, in denen es um Stalker geht, immer besonders gruselig, weil man als bestalkte Person doch relativ machtlos ist. Und vor allem, wenn dieser Thriller aus der Perspektive des Stalkers geschrieben ist, dann kann ich mir vorstellen, dass es noch einen besonderen Gruselfaktor hat.
Lassen wir uns überraschen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf neuen Lesestoff von Ursula Posnanski. Ja, liebe Blubberfreundinnen, liebe Blubberfreunde, das waren sie schon. Das waren meine favorisierten Neuerscheinungen aus dem Monat Mai. Ich freue mich, dass es diesmal nicht ganz so viele sind. So kann ich mich im Mai auf jeden Fall ein bisschen intensiver mit meinem Sub beschäftigen. Auf welche Bücher, die im Mai erscheinen, freut ihr euch denn am meisten? Gibt es Bücher, ja, denen ihr schon so richtig entgegenfiebert? Bücher, die jetzt auch gar nicht hier im Video genannt worden sind, die ihr auf euren Listen habt? Schreibt mir eure favorisierten Neuerscheinungen auf jeden Fall in die Kommentare. Vielleicht ist ja auch noch der ein oder andere Buchtipp für mich dabei. Das Wetter soll heute am Sonntag schön werden, liebe Blubberfreundinnen, liebe Blubberfreunde. Deswegen passt es ganz gut, dass das heutige Video ein bisschen kürzer ist. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Sonntag. Genießt das Wetter, hoffentlich so soweit es eben geht. Liebe Blubberfreundinnen, liebe Blubberfreunde, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Ja, wenn ihr Lust habt, dann gerne bis zum nächsten Video.